Schlosspark Center, Ihr City-Einkaufscenter im Herzen von Senftenberg. 25 Geschäfte laden zum Shoppen ein. Bummeln, einkaufen und Spaß haben bei entspannter Einkaufsatmosphäre. Neben einem vielseitigen Gastronomieangebot locken unsere Geschäfte regelmäßig mit Rabattaktionen. Und nicht vergessen, das Parken im Parkhaus ist für 3 Stunden kostenfrei. Schlossparkcenter Senftenberg. Einkaufen, wo es am schönsten ist. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Seenluft 24, der Tag mit den Nachrichten vom 20. September 2022. Ist Senftenberg schon ein Fahrradparadies? Das fragt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub und ruft alle Senftenberger zur Abstimmung auf. Diesmal liege der Fokus vor allem auf dem ländlichen Raum. Hier gäbe es Potenzial für den Radverkehr und einen hohen Nachholbedarf beim Infrastrukturausbau. Bürgermeister Andreas Friedrich ruft alle auf, bis Ende November sich an der Abstimmung zu beteiligen. Um weitere Maßnahmen anstoßen zu können, würden die Rückmeldungen benötigt. Die Bürgerinnen und Bürger wüssten am besten, was sie brauchen, um im Alltag mehr mit dem Rad unterwegs sein zu können. Teilnehmen können Sie im Internet unter www.fahrradklima-test.de. Die weltweit größte Befragung zum Radfahrklima findet bereits zum 10. Mal statt und ist weltweit. Ein russischer Autor machte Station in der Neuen Bühne Senftenberg und wird Teil des Festspiels sein. Mikhail Dornjenkov ist eine der kritischen Stimmen seiner Generation. Nach seinem öffentlichen Auftreten gegen Russlands Angriff auf die Ukraine wurden seine Theaterstücke in Russland verboten. Er verlor seine Dozentur in Moskau. Mit seiner Familie floh er ins Exil nach Finnland. Vom 15. bis zum 17. September war Mikhail Dornjenkov zu Gast an der Neuen Bühne Senftenberg. Er besuchte die Proben zu seinem Theaterstück Utopia, dessen deutschsprachige Erstaufführung ab dem 30. September im Rahmen des ersten Festspiel Senftenberg im alten Zechenhaus in Brieske 8-mal zu erleben sein wird. Er sprach außerdem mit dem Theaterförderverein, mit dessen Unterstützung der Besuch des Autors ermöglicht wurde. Karten für das erste Festspiel Senftenberg gibt es an der Theaterkasse und online auf theater-senftenberg.de. Die Wirtschaftsinitiative Lausitz, kurz WIL, hat mehrere Forderungen zur Bekämpfung der Energiekrise aufgestellt. Wie sie schreibt, seien Kern- und Kohleenergie aus dem Markt gedrängt worden, ohne ausreichende Alternativen für die gesicherte Leistung zu entwickeln. Dies habe dazu beigetragen, dass die Gasabhängigkeit wie kaum in einem anderen Land in Europa gesteigert wurde. Die Politik in Bund und Ländern müsse deshalb neben den Ad-hoc-Maßnahmen auch Weichen stellen für den Ausbau zukunftsfähiger Infrastrukturen. Konkret fordert die WIL unter anderem die Verdrängung von Erdgas aus der Stromerzeugung, einen Aufschub der Abschaltung von Kern- und Kohlekraftwerken und weniger Bürokratie bei Wirtschaftsinvestitionen. Die Gemeinde Döllingen bei Plesser ist am kommenden Sonntag Gastgeber des 27. Niederlausitzer Apfeltages. Im pomologischen Schau- und Lehrgarten können Interessierte eine Apfelausstellung mit über 100 Sorten besuchen. Man erhält Tipps von Pilzexperten Wolfgang Böttcher und kann über den Fachmann Christian Wolf den richtigen Schnitt für die Obstbäume erfahren. Traditionell gibt es auch wieder einen Bauern- und Handwerkermarkt, ein Kulturprogramm und einen Erntewagenkorso. Der Niederlausitzer Apfeltag beginnt am 25.09. um 10 Uhr mit dem Festgottesdienst unter freiem Himmel. Und das sind weitere Kurzmeldungen. Der Wahlausschuss in Senftenberg hat das Ergebnis der Bürgermeisterwahl am Sonntag bestätigt. Die Wahlbenachrichtigungskarten für die Stichwahl am 9. Oktober behalten ihre Gültigkeit. Briefwähler bei der Hauptwahl erhalten ihre neuen Unterlagen automatisch. Das Wahlbüro im Rathaus zur Stimmabgabe und die Beantragung von weiteren Briefwahlunterlagen öffnet am 26. September 2022. Ihre Gnadenhochzeit haben Helga und Kurt Rohr aus Lauchheimer Ost gefeiert. Zum 70. Jubiläum gratulierte an diesem Dienstag auch Bürgermeister Mirko Buhr. Kennengelernt haben sich beide in einer FDJ-Laienspielgruppe. Helga Rohr arbeitete als Lehrerin in der Pikschule, Kurt Rohr war bis 1992 im Lauchhammer Werk tätig. Das Paar hat 3 Kinder, 6 Enkel und 6 Urenkel. Teams der Johanniter Unfallhilfe Südbrandenburg haben beim Landeswettkampf der Hilfsorganisation erste Plätze belegt. Siegreich waren die 6- bis 12-Jährigen, die 12- bis 16-Jährigen und erstmals dabei das Rettungshundeteam des Verbandes. Am Start waren am Sonnabend in Eberswalde 150 Aktive.
Brandenburg, Berlin und Sachsen haben ein Positionspapier für ein länderübergreifendes Wassermanagement in der Lausitz unterzeichnet. So solle mittelfristig eine gemeinsame Wasserbewirtschaftungszentrale errichtet werden und ein Grundwassermodell Lausitz für eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung entstehen. Zudem appellieren die Länder an den Bund, seine Mitverantwortung mehr als bisher wahrzunehmen. Möglich sei das unter anderem durch eine Stiftung oder eine Gesellschaft, die den Rückbau der Kohlestromung und der Renaturierung organisiert. Wasser sei nicht nur Lebensgrundlage, sondern auch ein knallharter Standortfaktor, sagte Sachsens Umweltminister Wolfram Günther. Davon hänge auch das Gelingen des Strukturwandels in der Lausitz ab. Und nun noch die Polizeimeldung. Ein bislang unbekannter Radfahrer ist Montag gegen 18.30 Uhr in der Ortrander Straße in Lauchhammer gegen einen Pkw gefahren. Anschließend machte er sich aus dem Staub. Nun ermittelt die Polizei wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Schaden am Auto liegt bei ca. 1.000 Euro. Ein qualmender Pkw sorgte Montagmittag für einen Feuerwehreinsatz auf der A13. Autofahrer hatten ein brennendes Fahrzeug an der Anschlussstelle Ruhland gemeldet. Für die erhebliche Rauchentwicklung sorgte ein technischer Defekt. Ein Brand war noch nicht ausgebrochen. Das Auto wurde dann abgeschleppt. Das war Seenluft 24 der Tag und nun folgt noch das Wetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Der Mittwoch wird kühl mit 5 bis 14 Grad, einem ganztagsbedeckten Himmel und leichten Schauern von Mittag bis Nachmittag. Am Donnerstag bleiben die Werte gleich, auch der Himmel bleibt bewölkt und nur Regen scheint es kein zu geben. Der Freitag bleibt frisch mit Höchstwerten von 16 Grad mit leichten Wolken und keinem Regen.